Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr sehen könnt, habe ich heute wieder eine Vorlage, die nachgemalt werden soll, sprich für einen kleinen Wettbewerb. Und ich möchte euch daran teilhaben lassen, wie ich das Ganze mache. Wie beim letzten Nachmalen, Wetti, nehme ich euch bei den verschiedenen Stationen mit und blende euch zwischendrin mal das Endergebnis ein. Ja. Wir legen auch schon los. Ich habe wieder meine Tusnelda mit am Start. Erst, wie gewohnt, wird der Nagel mit Cleaner gereinigt. Ich mattiere den Nagel wie gewohnt an. Ich kürze mir den Nagel gleich, da ich mittels Tipp verlängern möchte. So. Das hätten wir soweit. Wenn ihr mit Tipps arbeitet, passt bitte schön auf, dass die Tipps bündig abschließen. Das heißt, sie dürfen an den Seitenlinien hier und hier nicht zu schmal sein. Das heißt, sie müssen wie hier bündig mit den Seitenlinien sein. Ich versuche euch das hier mal zu zeigen. So. Seitenlinie kommt ja hier raus aus dem Nagelbett und geht nach vorne. Hierzu nehme ich meinen Tippkleber, den ich momentan benutze von RM Beauty Nails. Ich habe bis jetzt gute Erfahrungen damit gemacht und bin, wie gesagt, sehr zufrieden. Ob und wie er jetzt hier hält, ja, keine Ahnung, aber so wie ich das sehe, hält da nichts, weil einfach der Tunnel vom Tipp zu groß ist. Das heißt, der wird mir hier abspringen. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen mehr Druck und etwas längerem draufhalten, dass der Nagel hält. Und wenn nicht, nehme ich halt einen anderen Tipp. Ich habe ja Gott sei Dank etliche da. So. Scheint doch zu halten. Das lasse ich jetzt noch ein bisschen anziehen. Werde also nicht dran rumfeilen. Nicht, dass mir der Tipp doch noch abspringt. Und wenn er genug angezogen ist, ich denke mal, ich lasse das so eine Minute bis zwei richtig fest werden, den Kleber. Dann hole ich euch wieder zurück. So, ich habe jetzt meinen Nagel richtig schön, Moment mal kurz, richtig schön lange Zeit gegeben, um auszuhärten. Als nächstes befeile ich mir die Seitenlinien. Da in der Vorlage ein gerader Nagel abgebildet war, feile ich natürlich auch den Tipp so. Soll ja so gut wie originalgetreu sein. So. Dann gleiche ich ihn an den Naturnagel an hier am Übergang. Und achte darauf, dass ich eben nicht auf dem Naturnagel feile. Ich benutze hierbei wieder meine 180 Grit Feile. Jetzt kürze ich ihn noch, das habe ich nämlich vergessen. Jetzt kann man nochmal die Form etwas korrigieren. Ich achte darauf, dass es nach vorne etwas konisch wird. So umgeht man nämlich auch die Gefahr, dass es hier im Bereich, wo der Nagel rauswächst, bauchelt.
Nun raue ich meinen Tipp noch an, damit das Gel dann auch gut haftet. So, da war er weg. So. Und da ist er wieder. Als nächstes trage ich einen Primer auf. Der wird nur im Bereich des Naturnagels aufgetragen. Primer wird immer in der Regel dünn aufgetragen. Am besten ihr tupft ihn euch nochmal auf einer Zellette ab und dann nur im Bereich des Naturnagels und dann muss das 2 Minuten einziehen. So, ist euer Primer gut eingezogen, dann könnt ihr beginnen. Und zwar trage ich als erste Schicht ein Haftgel auf von Jolifine, das Grundiergel Base Pureline 4 Plus. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Das Haftgel wird ganz dünn, also in geringer Menge, in den Nagel einmassiert. Immer darauf achten, dass ihr nicht in die Ränder kommt, weil somit entstehen Liftings. So, das lasst ihr jetzt für 2 Minuten in eurer UV-Lampe oder für 90 Sekunden in einer Kombilampe aushärten. Als nächstes kommt eine dünne Kontaktschicht von meinem Einphasengel. Das ist immer noch das von Nail Fashion 24. Dies wird ebenfalls sorgsam auf den Nagel aufgetragen und darauf geachtet, dass nichts in die Ränder gelangt. Sollte es doch mal passieren, könnt ihr mit einem Holzstäbchen oder vergleichbarem hinten entlang gehen und das Gel entfernen. So, das wird jetzt wieder ausgehärtet. Auch dies wäre ausgehärtet und jetzt werde ich mit meinem Covergel, und zwar nehme ich den Rest von Maxi Nails, das Proform Cover One, und gestalte mir ein schönes Nagelbett. Ich forme dabei gleich die Smileline vor, sodass ich dann nur noch mit dem Farbgel andocken muss. Ebenfalls ist hier drauf zu achten, dass nichts in die Ränder läuft. Und wenn die Smileline vorgeformt wird, sollte das Gel von hinten flach nach vorne ansteigen, um so eine Smileline vorzuformen, braucht ihr standfestes Gel, eins, das also nicht gleich in die Ränder verläuft. Man kann auch hier schon ein bisschen den Aufbau mit vorn. So. Als nächstes lasse ich das für 2 Minuten in der Lampe aushärten. So, nur noch mal zur Erinnerung, so soll das Ganze dann zum Schluss aussehen.
Mein Make-up ist ausgehärtet. Ich werde jetzt die Schwitzschicht mit einer trockenen Zellette entfernen und den vorgeformten Aufbau schon befeilen, wenn das Ding mal hier hält. Zuerst befeile ich die Seiten. Dann von hinten nach vorn am Nagelrand entlang. Vorsichtig, feilt euch das Gel nicht wieder ab. Mehr brauche ich nicht, weil ich relativ sauber schon gearbeitet habe. Jetzt wird der Feilstaub entfernt und nun kommt der Farbgelauftrag. Dazu suche ich mir mein Schwarz. Ich nehme mein Schwarz Hochdeckung von Honeymoon Nails und arbeite damit meine French. Das muss man auch nicht aufhören oder so. Das ist hochdeckend. So, ich nehme meinen dünnen Pinsel wieder, damit ich schön an der vorgefertigten Smileline andocken kann. Zusätzlich können wir mit dem Farbgel noch mal ein bisschen korrigieren. Sollte eure Smile nicht ganz so schön lächeln, wie ihr möchtet, oder ein paar Unebenheiten aufweisen, dann könnt ihr das gerne machen. Ja. So. Wie gesagt, ihr könnt hier die Form ein bisschen korrigieren, wenn euch die Smile nicht so passt. So, so schaut es aus. Ich habe auch jetzt eine recht dünne Schicht Farbgel, da hier ein Auftrag reicht. Und jetzt lasse ich diesmal noch ein bisschen lächeln. Ja. Schön drauf achten, dass auch überall Farbe ist. So, das kommt jetzt für 30 Sekunden in die Lampe. Schauen wir mal, ich weiß gar nicht, ob das unter 30 Sekunden aushärtet. Aber das werden wir gleich sehen. Ja, dieses kleine Effektchen kommt da jetzt rein. Ich habe jetzt kein reines Silberglitter in Gelform. Das heißt, ich mache mir dann einfach aus so einem feinen Silberglitzer mein Glittergel. Dazu nehme ich mein Einphasengel und werde die Form erstmal nachmalen und dann wird der Nagel einfach ins Glitzer eingetaucht
So. Ja, man muss, wie ihr seht, nicht bei jeder oder zu jedem ein Gel haben. Es tut auch mal selbst angemischtes Glitzergel wie hier. Und dann kann man auch fast gleiche bzw. ähnliche Effekte erzielen. Ich habe jetzt mein Gel aufgetragen, das seht ihr hier noch nicht richtig. Aber jetzt kommt ja das Glitzer hinzu. Man kann das jetzt in verschiedenen Techniken machen. Entweder tunkt man den Finger hier ein. Das ist auch durchaus gängige Praxis. Aber eben nicht unbedingt im Studio. Da kann man dann hergehen, hält seinen Finger über das Glitzerdöschen, nimmt mit seinem Spatel Glitzer auf und streut es drüber, abtupfen, wieder drüber streuen, bis der gewünschte Effekt da ist. Ich gebe jetzt meinen Finger für 90 Sekunden in die Lampe, dass auch das Gel schön aushärtet, und hole euch dann wieder zurück. Und ich bürste den überschüssigen Glitzer ab. Als nächstes haben wir jetzt die Blumenranke. Die Blumenranke ist ebenfalls schwarz. Die werde ich aber jetzt nicht mit Farbe oder so ziehen. Das mache ich jetzt mit meinem schwarzen Gel und einem dünnen Pinsel. Ich habe dazu den Hublof 00 von Kolinsky. Den habe ich euch ja schon in einem Einkaufsvideo vorgestellt. Der hat eine sehr dünne Spitze. Damit kann man auch feine filigrane Linien ziehen. Ich nehme jetzt ein bisschen Gel auf und versuche jetzt mal live diese Blumenranke nachzuzeichnen. Da ich im oberen Bereich genug Farbe habe, ziehe ich mir die nach unten. Und muss so nicht nachnehmen Farbe. Das lasse ich jetzt kurz anhaben. Gut. Jetzt machen wir mal die Stielchen zu den Blättchen. Das sind jetzt ganz so dünne Dingelchen. So. Und hier. Ja. Dann setzen wir hier oben gleich das.
So, Schwitzschicht ist entfernt, wie ihr sehen könnt. Ohne Probleme. Jetzt nehme ich mir ein dünnes Dotting-Tool. Ja, die Größe reicht. Und werde im Inneren der Blättchen mein ein Phasengel eintupfen. Ja. Hätte sogar noch ein bisschen dünner sein können, aber schaut jetzt auch nichts. So. Gut, dann wieder das gleiche Prozedere. Das Glitzergel. Und der Gelsprudel. Ganz wichtig ist, dass ihr nicht vergesst, euren Nagel, bevor das klare Gel auftragt, die Schwitzschicht zu entfernen, weil sonst habt ihr nämlich den Glitzer jetzt überall sitzen. Und für 90 Sekunden aushärten bitte. So, das Ganze sieht jetzt noch ein bisschen wüst aus. Ich entferne jetzt den überschüssigen Glitzer wieder. Sehr gründlich, wie ihr hier sehen könnt. Ja. Und das gewünschte Design wäre fertig. Jetzt kommt noch der Aufbau hinzu. Den arbeite ich wieder mit dem Smart Gel von Chameleon Company. Auch hier ist wichtig, dass das gesamte Glitzer vom Nadel entfernt ist. Weil sonst tragt ihr euch das jetzt mit der Modellage überall hin und das wollt ihr ja nicht. Ich nehme dazu meinen Viererpinsel abgerundet, nehme mir eine genügende Menge ein Phasengel. Und trage dies in kreisenden und schwebenden Bewegungen auf. Das Schöne am Smart Gel, wie schon erwähnt, ist, dass es ein Thixotrophis Gel ist. Und das bedeutet, es bewegt sich nur vom Fleck, wenn es mittels Pinsel, Feder etc. in Bewegung gesetzt wird. So ist eine gute Modellage möglich, ohne dass euch was in die Ränder läuft, gerade für Anfänger. Die können hier mit diesem Gel perfekt das Modellieren des Aufbaus üben. Wichtig dabei ist, dass ihr darauf achtet, auch genügend, aber nicht zu viel Material an den Rändern zu haben, weil sonst kann es passieren, dass ihr euch beim Befeilen des Aufbaus auch wieder einen Teil von eurem Design mit wegnehmt. Und das wollen wir ja nicht. Na. So.
Und jetzt kann man kontrollieren, ob sich überall genug Gel befindet. Und notfalls die Form korrigieren. So, das Ganze lasse ich jetzt für 2 Minuten aushärten. Und die 2 Minuten sind um. Das heißt, ich cleane jetzt meinen Nagel nicht ab, sondern entferne nur mit einer trockenen Zelette die Schwitzschicht. Dann wird der Aufbau befeilt. Da ich hier mit meinem Smart Gel aber ziemlich genau gearbeitet habe und ich denke auch mal recht ordentlich gearbeitet habe, werde ich nicht viel befeilen müssen. Hier nur ein paar Unebenheiten und dann können wir auch schon versiegeln, weil mehr ist bei diesem Design nicht nötig. Ja. Als erstes arbeite ich im hinteren Bereich des Nagels, arbeite mich nach vorne und wieder zurück hier an der Nagelpalz. Das gleiche von der anderen Seite. Ich spare die Mitte hier aus, weil da ja meine Verstärkung vom schwachsten Punkt des Nagels ist. Vorne etwas. Wenn ihr hier reinschaut, ne? Etwas ausdünnen noch. Schön aufpassen, dass er euch nicht das Design wieder wegfällt. Das ist mir schon so oft passiert, wenn ich das Design unterm Aufbau gemacht habe, aber ich mag halt diese Variante einfach lieber und muss da noch ein bisschen dran üben. Meist zu wenig Material an den Seiten aufgetragen wurde. Ja. So. Zwischendrin entferne ich mir wieder den Feinstaub. Schau nach, was noch zu befeilen ist. So. So schaut das jetzt aus im Moment. Mit einem Buffer entferne ich die groben Feilstriche. Der Feilstaub wird gründlich entfernt und schon können wir versiegeln. Ich nehme dazu wie immer einen Versiegler ohne Spitzschicht, damit arbeite ich momentan am liebsten. Diesmal nehme ich den Perfect Finish Flexible von Nico Weiß. Ich schüttel mir die auch immer kurz auf. Aushärten lasse ich den für 90 Sekunden. Ihr könnt natürlich auch länger, aber selbst nach die 90 Sekunden entwickelt er schon einen schönen Glanz. Den flexiblen Versiegler immer schön dünn auftragen. Darauf achten, dass er euch nicht in die Ränder läuft, weil der flexible ist auch nicht dickflüssig, sondern eher dünn. Auch schön ummandeln, dass euch nichts abplatzen kann. Und ab damit in die Lampe. So. Mein Nagel wäre fertig. Ist auch komplett ausgehärtet, wie ihr sehen könnt. Bei einer Modellage an der Hand wird natürlich noch Nagelöl aufgetragen. Das brauche ich aber hier nicht. Jetzt kommt der ultimative Vergleich für euch.
Original und ja, wenn es abgehen soll, geht es nicht ab. So. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch Spaß gemacht und sage bye bye, eure Katrin.